Und wir kommen jetzt direkt zum nächsten Pressetermin. Vor knapp 2,5 Stunden erst, also sehr kurzfristig, hat die ÖVP eine Pressekonferenz angekündigt mit folgendem Titel. Sind die linken Zellen der WKStA am linken Auge blind? Es geht also wieder einmal um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, zu der die ÖVP ja ein angespanntes Verhältnis hat. Nicht zuletzt, weil die Behörde aktuell gegen den Bundeskanzler ermittelt. Andreas Hanger, der streitbare Fraktionsführer der Volkspartei im sogenannten Ibiza-U-Ausschuss, wird diese Pressekonferenz bestreiten. Und das hören wir uns jetzt an. Von meiner Seite natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen oder fast schon Mittag. Darf mich auch für die Kurzfristigkeit entschuldigen, darf aber umso mehr Danke sagen, dass Sie den Weg zu uns in die Bundespartei gefunden haben. Wir haben einen sehr pointierten Titel für diese Pressekonferenz gewählt und deshalb ist es mir einleitend sehr wichtig zu betonen, alles, was ich dann danach ausführen werde, richtet sich nicht pauschal gegen unser Justizsystem. Mir ist es ganz, ganz wichtig zu betonen, dass wir natürlich ein hervorragendes Justizsystem in Österreich haben, das internationalen Maßstäben gerecht wird. Wir haben hervorragende Staatsanwälte, wir haben hervorragende Gerichtsbarkeit, wir haben auch einen Instanzenzug, der natürlich Rechtssicherheit bringt in unserem Justizsystem, der manchmal etwas schwerfällig ist, gar keine Frage. Aber es ist ausdrücklich wichtig zu betonen, wir haben ein hervorragendes Justizsystem. Das möchte ich auch dieser Pressekonferenz voranstellen, weil ich meistens dann schon die Gegenerzählung kenne, wenn ich Themen über die WKStA referiere. Es geht heute um die WKStA, bewusst der Titel sehr pointiert gewählt, linke Zellen in der WKStA. Und ja, ich stelle in der heutigen Pressekonferenz die Behauptung auf, dass es linke Zellen in der WKStA gibt. Und ich habe jetzt wirklich eine breite Themenpalette, mit denen ich das belegen kann und wo ich diese Behauptung entsprechend auch untermauern will. Wichtig ist mir noch zu betonen zum Thema Hausdurchsuchungen. Sie wissen, das zirkuliert seit vielen Wochen, insbesondere in Wien, das Gerücht, die Behauptung, dass es zu Hausdurchsuchungen kommen wird. Diese Gerüchte, diese Behauptungen verdichten sich immer mehr. Wir rechnen auch als ÖVP damit, dass es hier zu weiteren Hausdurchsuchungen kommen wird. Aber auch darin sehen wir politisch motivierte Hausdurchsuchungen durch linke Zellen in der WKStA, weil wir keine Grundlage für diese Hausdurchsuchungen sehen. Aber ja, das ist natürlich eine Situation, die in einem Rechtsstaat zulässig ist, wobei ich schon auch betonen will, dass natürlich Hausdurchsuchungen einer der schärfsten Eingriffe in Persönlichkeitsrechte sind, die es überhaupt gibt. Und die müssen aus unserer Sicht schon wirklich auch sehr klar fundiert sein. Und das sehen wir derzeit weit und breit nicht. Aber wir lassen uns auch entsprechend überraschen, was hier noch kommen wird. So viel einmal zu diesem Thema. WKStA, linke Zellen. Ich möchte beginnen mit einem Begriff, der uns immer irritiert hat, wie es zur Anzeige gegen den Herrn Bundeskanzler gekommen ist, hat man einen Begriff verwendet, der hat gelautet Machtübernahme. In der Anzeige der SPÖ, der NEOS, wurde der Begriff Machtübernahme durch Sebastian Kurz verwendet und alleine schon dieser Begriff hat uns sehr irritiert, weil eine Machtübernahme passiert in totalitären Systemen und passiert nicht in demokratisch legitimierten Systemen. Der Bundesparteiobmann wurde natürlich demokratisch legitimiert und alleine schon der Begriff hat uns irritiert und alleine schon aus diesem Begriff leiten wir ab, ja, einen Zugang zu diesem Thema, der uns ja ganz einfach entsprechend irritiert. Was ist jetzt die lange Liste der Themen, wo wir diese parteiischen Ermittlungshandlungen sehen? Ganz vorne möchte ich voranstellen das Thema einer Zeugenaussage vom Bürgermeister Höppel, damals noch Bürgermeister in Wien. Er wurde geladen als Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss zum Thema Krankenhaus Nord. Und ich möchte Ihnen das klar zitieren, 1:1 aus dem Protokoll. Das erscheint mir nämlich sehr, sehr relevant. Der Bürgermeister Höppel hat eine Frage bekommen. Diese Frage hat sich auf ein Telefongespräch bezogen. Und der Höppel sagt dort im Untersuchungsausschuss, Telefongespräche unter zwei Personen sind noch ärger als 4 Augengespräche. Ich werde Ihnen diese Frage nicht beantworten. Also noch einmal, er bekommt eine Frage und sagt im Untersuchungsausschuss, diese Frage werde ich nicht beantworten. Also ist schon einmal eine etwas ungewöhnliche Vorgangsweise, wenn du als Auskunftsperson geladen bist und dann eine Frage einfach nicht beantworten willst. Dann wird er von der Frau Vorsitzenden hingewiesen, ich habe das zuerst übergangen, aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass die Fragen hier zu beantworten sind. Ausnahmen sind natürlich, wenn man sich nicht erinnern kann, dann ist natürlich etwas ganz anderes. Also er gibt den Hinweis an die Auskunftsperson. Was antwortet der Herr Bürgermeister Höppel darauf? Überraschung, Überraschung, ich kann mich nicht erinnern.
als einen deutlicheren Hinweis auf eine Falschaussage in einem Untersuchungsausschuss kann es jetzt aber dann schon nicht mehr geben. Noch einmal, ich wiederhole. Er bekommt eine Frage, sagt, das ist vertraulicher als jedes Telefonat, diese Frage werde ich nicht beantworten. Und wenige Minuten später sagt er, ich kann mich nicht erinnern. Also widersprüchlicher geht's nicht. Und ein klarer Beweis für eine Falschaussage ist aus meiner Sicht ja gar nicht, das ist ja gar nicht mehr zu überbieten, eine klare Grundlage. Und jetzt kommt's, bei dieser Causa wurden keinerlei Ermittlungshandlungen eingeleitet von der Staatsanwaltschaft. Und das ist etwas, was uns schon sehr, sehr irritiert. Wir haben den Eindruck, dass hier in Österreich mit zweierlei Maß gemessen wird. Sie wissen schon, auf was ich anspiele. Wir diskutieren seit Wochen und Monaten die Falschaussage, die etwaige Falschaussage vom Herrn Bundeskanzler im Untersuchungsausschuss. Da werden en masse Ermittlungshandlungen geführt. Ich darf daran erinnern, die Information über den beschuldigten Status ist üblicherweise ein Dokument über zwei Seiten. Man wird halt informiert darüber, dass man als Beschuldigter geführt wird, bezogen auf eine Falschaussage im Untersuchungsausschuss. Das erste Dokument, das von der WKStA erstellt worden ist, hatte bereits 50 Seiten. 50 Seiten, das hat es in der Zweiten Republik noch nie gegeben. Auf der einen Seite Bürgermeister Höppel, der ganz klar offensichtlich die Unwahrheit sagt im Untersuchungsausschuss. Beim Herrn Bundeskanzler diskutieren wir dann Fragen, war er involviert oder war er informiert? Wir diskutieren die Bedeutung einer doppelten Verneinung. Und da werden dann Dokumente, hunderte Seiten mittlerweile erstellt. Hier wurden auch Vernehmungen durchgeführt. Auch ein interessanter Aspekt, die Rechtslage sieht ganz klar vor, dass der Herr Bundeskanzler durch einen Richter vernommen wird. Die WKStA hat sich hier Wochen und Monate dagegen gewehrt. Es kam dann zu dieser Einvernahme und da wird ein Protokoll angefertigt, das 150 Seiten hat. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite Ermittlungshandlungen über hunderte Seiten mit gar keinem Substrat, weil wir diskutieren immer die Frage, involviert oder informiert, oder wir diskutieren den Sinn einer doppelten Verneinung. Und auf der anderen Seite haben wir den Bürgermeister Höppel, der sehr ganz klar die Unwahrheit sagt im Untersuchungsausschuss, und da passiert nichts. Da wird hier bei uns im österreichischen Rechtssystem mit zweierlei Maß gemessen, und da wollen wir natürlich entschieden auch dagegen auftreten. Wie geht es weiter mit dieser Liste, wo wir hier parteiisches Ermitteln sehen von der WKStA? Und ich betone, das ist mir immer wieder wichtig, von einzelnen Teilen in der WKStA. Wir haben eine sehr große Behörde, auch die WKStA leistet hervorragende Arbeit, aber wir haben hier diese linken Zellen in der WKStA, und da darf ich Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele bringen. Chatverlauf, Gewerkschaftspräsident Katzian. Wir haben das auch schon thematisiert, aber das darf ich noch einmal zusammenfassen. Die Vorstandsbestellung von Thomas Schmidt war natürlich eine zentrale Fragestellung im IPZ-Untersuchungsausschuss. Wir haben hier unglaublich viele Chatverläufe als Grundlage bekommen. Sie wissen, Chatverläufe, wo es in Wirklichkeit um Seifenopern und wo es um private Dinge gegangen ist. Aber wir haben diesen einen Chatverlauf, wo es darum gegangen ist, dass der Katzian an den Thomas Schmidt schreibt, das war nach der Beschlussfassung im Nationalrat, so, danke für die Beschlussfassung, jetzt next step, deine Bestellung. Das heißt, der Gewerkschaftspräsident Wolfgang Katzian unterstützt ausdrücklich in einem Chat die Vorstandsbestellung von Thomas Schmidt. Man muss wissen, das Übergesetz war eine Zweidrittelmaterie, im Gegenzug wurden ja über Aufsichtsräte verhandelt. Und diese Chats, jetzt next step, deine Bestellung, wurden nicht an den Untersuchungsausschuss übermittelt. Wir hatten Seifenopern-Chats von der Assistentin von Herrn Schmidt und anderes, die wurden an den Untersuchungsausschuss übermittelt, die Chats vom Herrn Katzian nicht. Die Begründung war, der Herr Katzian war ja nicht Teil der türkisblauen Regierung. Nur wenn wir von einer Zweidrittelmaterie reden, wenn wir darüber reden, ob hier Postenschacher stattgefunden hat und diese Chats nicht aufzunehmen, also das ist schon wirklich unglaublich und beweist aus meiner Sicht ganz klar eine eindeutige parteiische Ermittlungshandlungen von Teilen der WKStA. Drittes Thema, das mich persönlich auch sehr, sehr irritiert hat, und da sieht man schon auch, wie die WKStA tickt. Das ist die Anzeige gegen eine Presseredakteurin, gegen eine Pressejournalistin. Die hat in einem Bericht, und da reden wir dann vielleicht schon auch einmal über Pressefreiheit, darüber geschrieben, dass Ermittlungshandlungen, wenn zum Beispiel eine Hausdurchsuchung gemacht wird, dass das natürlich nach strengen Regeln stattzufinden hat, dass eine klare Trennung passieren muss zwischen privaten Kommunikationsverläufen und Kommunikationsverläufen, die einen Zusammenhang mit einer etwaigen Straftat haben können. Was ist passiert? Die Staatsanwälte der WKStA haben sofort eine Anzeige eingebracht gegen die Presseredakteuren wegen Verleumdung.
Da muss man sich ja vorstellen, wie die Weckerliste tickt. Es gibt einen Bericht in der Presse. Was macht die Staatsanwaltschaft? Sie reicht sofort eine Anklage ein, wurde dann übrigens zur Fach- und Dienstaufsicht weitergegeben, die natürlich dann sofort gesagt haben, das sei der Vollständigkeit aber auch gesagt, nein, da gibt es ja überhaupt gar kein Substrat nicht für eine Anklage und es wird zu keiner Anklage kommen. Aber für mich ist das Beispiel der Anna Thalhammer, Sie kennen den Namen, den darf ich auch nennen, ist der beste Beweis, für wie hier in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gedacht wird. Ein anderes Thema, ich habe schon erwähnt, beim Bürgermeister Häupl wurden keinerlei Ermittlungsschritte eingesetzt. Im Untersuchungsausschuss ohne Aufforderung, ohne Anzeigen danach jede Menge. Es wurden nämlich Ermittlungshandlungen eingesetzt, wo dem Bundeskanzler und anderen Personen unterstellt worden ist, man hätte sich abgesprochen. Insbesondere in der Frage, wer entscheidet darüber, wer ÖBAG-Vorstand wird. Und viele Auskunftspersonen vom Bundeskanzler beginnen, haben unisono gesagt, für die Vorstandsbestellung in der ÖBAG ist zuständig der Aufsichtsrat. Und nachdem das alle Personen gleichlautend gesagt haben, hat man dann unterstellt, die haben sich im Vorfeld abgesprochen. Ich finde es insofern bemerkenswert unter zweierlei Gesichtspunkten. Zum einen ist es klar, und jeder, der das Aktienrecht kennt, weiß, dass der Aufsichtsrat für eine Vorstandsbestellung zuständig ist. Aber was ich sehr bemerkenswert finde, wieso leitet hier die WKStR oder Teile der WKStR Ermittlungshandlungen ein in dieser Frage und man untersucht hier, ob es zu Absprachen gekommen ist. In einem Sachverhalt, der gar keine Grundlage dafür bietet, aber auf der anderen Seite, Bürgermeister Häupl, ganz klar sagte die Unwahrheit, da passiert gar nichts. Ganz eindeutig wird hier in unserem Rechtsstaat mit zweierlei Maß gemessen und das können wir so nicht stehen lassen. Eine bemerkenswerte Situation in der WKStR, um die Liste fortzuführen übrigens, wir haben auch eine Presseunterlage für Sie vorbereitet, weil wir auch wissen, dass das natürlich vom Thema her sehr, sehr umfangreich ist, wo das entsprechend dokumentiert ist. Eine sehr bemerkenswerte Situation ist, dass natürlich die WKStR auch Sachverständige braucht. Sie brauchen auch Gutachten, um Dinge entsprechend zu untermauern. Bemerkenswert wird es dann, wenn der Staatsanwaltschaft X aus der WKStR seine Lebensgefährtin beauftragt mit einem Gutachten. Das ist höchst bemerkenswert, weil gerade in dieser Situation natürlich auch das Vier-Augen-Prinzip gelten muss. Da müssen zwei Meinungen zusammen können, aber wenn man da familiär miteinander verbunden ist, dann ist das eine etwas ungewöhnliche Situation und eines Rechtsstaates, der nach internationalen Maßstäben gerecht werden will, wirklich höchst ungewöhnlich. Also das möchte ich auch in aller Schärfe kritisieren, dass ein Staatsanwaltschaft seine Lebensgefährtin beauftragt mit Gutachten, wo kommen wir denn dahin? Bemerkenswertes Thema ist natürlich, dass umfangreichste Ermittlungshandlungen gegen den Bundeskanzler gemacht worden sind von der WKStR, weil man in einem Terminkalender gefunden hat, ein Treffen von Professor Graf, Eigentümer der Novomatic-Gruppe, mit jemandem, der Kurz heißt. Hochnervös die WKStR und endlich haben wir Beweise und wir müssen hier strengste Ermittlungsschritte einleiten. Erst nach Monaten hat sich herausgestellt, dass das natürlich ein Treffen war mit der Martina Kurz, einer Verwandten von Professor Graf. Und da sieht man wieder, wie, möchte fast sagen, schleißig, ohne jeglicher Grundlage hier entsprechend ermittelt wird in der WKStR. Da wird dann das Thema hochgezogen, es gibt Murz drum Aufregung darüber, am Ende des Tages bleibt ganz wenig über. Wo sehen wir weiters? Ganz klar Indizien dafür, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich habe das schon kurz ausgeführt. Da geht es um die Frage, wie hier der Bundeskanzler Beschuldigter geworden ist. Ich habe schon erwähnt, da gab es eine Anzeige, das soll möglich sein in einem Rechtsstaat. Die Anzeige wird dann fast wortident 1:1 übernommen, ist dann 50 Seiten lang die Beschuldigteninformation. Das ist höchst ungewöhnlich. Wir haben mittlerweile die Situation, dass es zu einer Vernehmung gekommen ist. Es gibt Protokolle, die dann natürlich wieder an den Medien gespielt werden. Da gibt es auch eine Situation, dass hier ganz klar nicht ausgewogen agiert wird. Und das ist ein Aspekt, auf den möchte ich insbesondere noch zu sprechen kommen. Es muss offensichtlich bei den Ermittlungshandlungen der WKStA immer und jederzeit wir Interesse haben, dass die Ermittlungsakte an die Öffentlichkeit gespielt wird. Und das ist schon auch eine scharfe Kritik an der WKStA. Man ist hier offensichtlich nicht in der Lage, Ermittlungshandlungen so zu organisieren, dass die auch geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil das Gesetz das auch klar vorsieht. Wenn Ermittlungshandlungen permanent in der Öffentlichkeit geführt werden, dann kommt es natürlich zu Vorverurteilungen und das ist auch eine scharfe Kritik. Offensichtlich gibt es hier Personen in der WKStA, die ein Interesse daran haben,
dass diese Akten an die Öffentlichkeit gespielt werden. Und das ist auch etwas, worin ich die WKStA wirklich entsprechend scharf kritisieren möchte. Aus unserer Sicht kann es nicht so sein, dass ein paar wenige den Rechtsstaat vereinnahmen. Hier wird ganz klar parteiisch nicht objektiv ermittelt. Ich konnte das aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr klar darlegen, was hier passiert ist, leider in den vergangenen Wochen. Und ich sage Ihnen auch, das können wir auch in einem Rechtsstaat nicht zulassen. Bitte und noch einmal, wir haben ein hervorragendes Justizsystem, aber ein paar wenige in diesem Justizsystem agieren hier parteiisch, agieren hier nicht objektiv. Und das können wir in dieser Form so nicht stehen lassen. Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Herr Westhoff, zeigen Sie bitte. Ich hätte zwei Fragen. Die erste ist, Sie sprechen von politisch motivierten Hausdurchsuchungen. Sofern ich die Strafprozessordnung kenne, muss jede Hausdurchsuchung richterlich genehmigt werden. Das heißt, implizit werfen Sie damit auch der Richterschaft vor, zumindest Komplizen von linken Zellen zu sein, wenn Sie diesen Widerspruch nochmal aufklären können. Weil der betrifft ja nicht nur die WKStA. Und die zweite Frage wäre dann, kein einziger der Sachverhalte, die Sie jetzt da gebracht haben, thematisieren Sie alle seit Monaten rund um den Urschuss immer wieder. Warum jetzt erneut? Was ist der Anlass? Der Anlass ist der, dass wir auch noch einmal nach dieser Untersuchungsausschuss, nach dieser Arbeit im Untersuchungsausschuss ein Resümee gezogen haben. Und in der eigenen Analyse hat sich sehr klar gezeigt, wie unglaublich, dass sich das eine an das andere reiht. Das ist natürlich noch einmal ein sehr klares Resümee. Wir leiten dadurch auch wirklich einen Handlungsbedarf ab und wir können nicht im Raum stehen lassen, dass hier in unserem Rechtsstaat mit zweierlei Maß gemessen wird. Bei den Hausdurchsuchungen habe ich viel mehr gemeint. Das ist das Bemerkenswerte, dass seit Wochen jetzt über diese Hausdurchsuchungen gesprochen wird. Und das ist eines Rechtsstaates nicht unwürdig. Das ist eines Rechtsstaates nicht würdig. Weil hier, das sind ganz scharfe Eingriffe in Persönlichkeitsrechte und das kann so nicht sein und diese Kritik möchte ich äußern. Natürlich müssen Hausdurchsuchungen entsprechend auch richterlich genehmigt werden. Ich gehe da davon aus, dass auch ein entsprechendes Substrat da sind. Aber jetzt seit Wochen diese Hausdurchsuchungen zu diskutieren, halte ich, wie gesagt, eines Rechtsstaates nicht würdig. Ja, Gott, heute. Danke. Herr Abgeordneter, welche Folgen sollen denn da Ihre Vorwürfe jetzt haben? Was wünschen Sie sich denn, was soll passieren? Und die zweite Frage ist, haben Sie auch rechte Zellen in der WKStA ausgemacht? Also zu Ihrer Frage, vielleicht beginne ich mit der zweiten Frage, das finde ich auch interessant, weil wenn Sie sich anschauen, welche Leaks, welche Chatverläufe hier in den letzten Wochen und Monaten veröffentlicht worden sind, da fällt einem schon auf, dass quasi von der linken Seite gar nichts kommt. Wir haben viele Themen, Krankenhaus Nord, wir haben das Thema Bratter Vorplatz, wo es um Raumordnungsfragen gegangen ist, der Wiener Stadtregierung und vieles mehr. Stadterweiterungsfonds, keine Leaks an die Öffentlichkeit. Interessanterweise gibt es immer nur Leaks, wenn es quasi auch um einen Angriff gegenüber der ÖVP geht. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Insofern muss ich Ihre Frage dahingehend beantworten, dass wir diese linken Zellen sehen in der WKStA, ganz klar. Und die erste Frage war noch einmal. Welche Folgen soll es denn haben? Die Folgen, mir geht es primär darum, wirklich aufzuzeigen in aller Eindringlichkeit, in aller Eindeutigkeit, dass offensichtlich, und das lässt sich ganz klar Punkt für Punkt auf den Tisch legen, hier in unserem Rechtssystem mit zweierlei Maß gemessen wird. Und dieses zweierlei Maßmessen weisen wir entschieden zurück. Und diese Pressekonferenz dient dazu, genau dieses zweierlei Maß zu messen, entsprechend aufzuzeigen. Also liegt mit der WKStA mit den linken Zehen? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir eine Fach- und Dienstaufsicht brauchen. Wir haben eine Letztverantwortung beim Justizsystem bei der Frau Justizministerin. Ich würde mir erwarten, entsprechende Handlungen, dass zukünftig im österreichischen Justizsystem nicht mehr mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, die Vorwürfe sind alt. Die Justizministerin hat ja schon darauf geantwortet. Sie hat schon gesagt, dass das unter anderem Einschüchterungsversuche offensichtlich sind von Politikern, die stark zurückgewiesen werden. Sind jetzt versuchen Sie da die WKStA einzuschüchtern mit solchen Auftritten? Und genau, mich würde auch interessieren, welche haben Sie während des Gesprächs mit der Justizministerin mal gesucht, wenn Sie offensichtlich das Gefühl haben, dass da die Ermittlungen in die falsche Richtung gehen? Ich weise den Vorwurf, wenn ich das so sagen darf, wenn ich den zurückweisen darf, eines Einschüchterungsversuchs, sondern ich zeige ganz klar auf, mit Fakten, Daten, Unterlagen, dass hier ganz offensichtlich einseitig und parteiisch ermittelt wird. Das ist kein Einschüchterungsversuch, sondern es ist ein Aufzeigen von Fakten, die man entsprechend auch
belegen kann. Natürlich haben wir verschiedene Initiativen schon ergriffen, auch in Richtung Justizministerium, parlamentarische Anfragen, weil wir, glaube ich, ein gemeinsames Interesse haben, hier unser Justizsystem in einzelnen Bereichen besser zu machen. Herr Sprenger, die Kontaktzeitung. Ich hätte auch noch mal eine Frage, also die erste Frage des ORF-Kollegen anschließend. Warum dann diese kurzfristige PK? Sie haben nichts Neues vorgelegt, die Vorwürfe sind erheblich, der Titel ist pointiert. Warum also eine kurzfristige PK? Befürchten Sie irgendetwas, wo Sie schon vorauseilend dagegenhalten müssen? Nein, wir sehen eine Entwicklung in den letzten Wochen, insbesondere auch in den letzten Wochen, dass Handlungen gesetzt werden in unserem Justizsystem. Und da bin ich wieder bei den linken Zellen der WKStA. Und ich sage Ihnen das ganz offen, man beobachtet die Situation, man schaut sich das an. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, und der ist jetzt erreicht, wo wir das nicht mehr so im Raum stehen lassen können. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das wird nicht die letzte Pressekonferenz gewesen sein zu diesem Thema, weil es mir auch ein persönliches Anliegen ist, das aufzuzeigen. Ich merke immer wieder in der politischen, in der medialen Debatte darüber, bei diesen Themen, die ich Ihnen gesagt habe, die gehen dann immer unter. Und über den Herrn Höppel, über diese ganz klare Falschaussage im Untersuchungsausschuss spricht kein Mensch mehr. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das kann es doch in einem Rechtsstaat nicht sein. Wenn wir auf der einen Seite darüber diskutieren, informiert oder involviert und hunderte Aktenseiten angefertigt werden, und auf der anderen Seite haben wir eine Situation, dass gar nichts passiert. Und da bitte ich auch die Medienvertreter entsprechend darüber zu berichten, weil ich schon der Meinung bin, da braucht es auch den öffentlichen Druck, auch hier Ermittlungshandlungen zu machen. Und das ist das Thema der Pressekonferenz. Es wird nicht die letzte Pressekonferenz zu diesem Thema gewesen sein. Warum innerhalb von einer Stunde diese Pressekonferenz? Also es war ja, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden. Es ist eine... Das ist an mir gelegen, weil ich eigentlich schon eine Auslandsreise geplant habe, und wir haben uns dann doch verständigt, dass ich diese Auslandsreise verschieben konnte. Die trete ich jetzt zum Mittag an, und das war organisatorisch ganz einfach nicht anders möglich. Sie sagen, jetzt ist der Punkt erreicht. Der Punkt, diese Punkte, die Sie da alle anführen, die sind ja alle schon Wochen und Monate alt. Ja, aber es passiert nichts. Ja, aber was soll passieren? Genau, habe es Ihnen noch ausgeführt. Wir haben eine Endverantwortung in unserem Justizsystem. Es ist natürlich auch eine Aufforderung an die Justizministerin, an unser Justizsystem, danach zu trachten, dass zukünftig nicht mehr mit zweierlei Maß in unserem Justizsystem gemessen wird. Herr Rangel, ich verstehe eine Sache nicht. Also bei all den Vorwürfen, die Sie jetzt hier haben. Wir haben zum Beispiel das mit den Leaks. Das haben wir im Untersuchungsausschuss ja auch schon 100 Mal besprochen. Und unterm Strich sind wir alle, also vor allen Dingen nach den Aussagen, die wir gehört haben, kommen ja die Leaks nicht von der WKStA, sondern über die Akteneinsicht. Da haben Sie ja dann selber sogar schon gesagt, man muss über die Akteneinsicht reden. Ich verstehe nicht ganz, wie Sie jetzt wieder auf die WKStA kommen, wenn das schon klar war, dass es über die Akteneinsicht im KASAG-Verfahren, wo es extrem viele Anwälte gibt, die da Einsicht nehmen können, dort die Leaks entstehen. Also ich bin in der Frage, ob die WKStA Unterlagen liegt immer sehr zurückhaltend, weil ich es nicht beweisen kann. Aber wenn man das halt anschaut, dann liegt es ja naheliegenderweise am Tisch, dass das durchaus auch passieren kann. Aber ich kann es nicht beweisen. Insofern bin ich da immer sehr vorsichtig in der Formulierung. Aber ja, wir haben das Thema der Akteneinsicht. Ich zeige das seit Wochen und Monaten auf, dass hier permanent geleakt wird. Und wenn ich mir das im europäischen Rechtsrahmen in anderen Ländern anschaue, da gibt es einen anderen Rechtsrahmen, wo man sehr wohl Maßnahmen setzen kann, damit man diese Veröffentlichung dieser Ermittlungsunterlagen unterbinden kann. Und ich bin sehr verwundert, dass seit Wochen und Monaten nichts passiert in dieser Frage. Ich habe die Justizministerin schon mehrmals aufgefordert, hier Schritte zu setzen, meinetwegen eine Arbeitsgruppe einzurichten unter Experten, aber es passiert gar nichts. Und ich werde das so lange sagen, das nehme ich für mich in Anspruch, bis hier endlich Handlungen passieren. Ihre Parteifreundin Gabi Schwarz hat vor kurzer Zeit ja auch beklagt, dass es so viele Hinweise darauf gäbe, über zu bevorstehenden Hausdurchsuchungen. Sie wollte damit aber dabei nicht benennen, wen sie damit meint, also wer das vorhaben soll. Wenn ich Ihnen jetzt richtig folge, es geht um die WKStA. Sie gehen also davon aus, dass die WKStA in Kürze Hausdurchsuchungen in der ÖVP durchführen lassen möchte. Ich zähle nur eins und eins zusammen. Und wenn ich mir das anschaue, was derzeit am Tisch liegt, welche Ermittlungshandlungen von der WKStA gesetzt werden, dann ist das erwartbar. Es ist aber Bananenrepublik, wenn wir das im Vorfeld schon diskutieren. Das ist Bananenrepublik. Und die WKStA ist offensichtlich nicht einmal in der Lage,
Hausdurchsuchungen so zu organisieren, dass das geheim bleibt. Das ist der Hauptvorwurf, den ich in diese Richtung richten will. Und zum Zweiten, ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir haben natürlich auch neue Datenschutzstandards eingeführt innerhalb der ÖVP, ganz einfach, weil wir Persönlichkeitsrechte schützen wollen. Wir sagen zu jeder einzelnen Mitarbeiterin, zu jedem einzelnen Mitarbeiter, lösche bitte deine Daten regelmäßig, weil die Gefahr besteht, dass deine private Kommunikation unrechtmäßig das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Das haben wir erlebt im IPIZ-Untersuchungsausschuss, das kann man nicht wegdiskutieren. Und insofern ist da eine entsprechende Sensibilisierung natürlich angebracht. Zu dem Kollegen vom ORF und zum Kollegen von den Oberösterreichischen Nachrichten. Sie beklagen in Ihrem Statement, dass über Hausdurchsuchungen berichtet wird, aber die einzigen, die berichten in erster Linie, ist die ÖVP selbst. Irgendwie kommt es mir vor, täglich grüßt das Murmeltier, vergangene Woche die Gabi Schwarz, heute Sie. Was bezwecken Sie damit? Wir bezwecken damit, es aufzuzeigen, dass es ja nicht so sein kann, dass etwaige Hausdurchsuchungen permanent kolportiert werden in Journalistenkreisen. Ich selber bin kontaktiert worden und insofern ist das klarzustellen, dass das nicht in Ordnung ist, dass man über Wochen und Monate Hausdurchsuchungen diskutiert. Das ist einer der schwersten Eingriffe in Persönlichkeitsrechte, der überhaupt nur denkbar ist. Und die Kritik, die ich äußere, ich wiederhole sie gerne, ist, dass man offensichtlich in unserem Justizsystem nicht in der Lage ist, Hausdurchsuchungen so zu organisieren, dass sie nicht schon Wochen davor medial diskutiert werden. Das ist die Kritik. Nein, ich sage Ihnen nur, dass wir permanent damit konfrontiert sind. Aber es ist klarzustellen, dass das Thema ist da. Ich kann es ja, ich hätte ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn es nicht da wäre, sage Ihnen das ganz ehrlich, aber wenn es da ist, muss ich auch eine Organisationsform finden, wie ich damit umgehe. Erster Punkt, ich kritisiere es und ganz klar ist auch, dass wir Datenschutzstandards haben, die halt auch mit dieser Situation umgehen. Weil es um Persönlichkeitsrechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. Ich weiß nicht, das nehmen immer alle so locker. Da geht es um persönliche Daten jedes Einzelnen. Und es ist halt passiert im IPIZ-Untersuchungsausschuss, dass auf diese persönlichen Daten, da geht es um sexuelle Orientierung, da geht es darum, was ich am Abend mache. Und alle sagen, wie so Achselzucken, naja, das ist halt leider so in unserem System. Das ist nicht in Ordnung. Der Schutz von Persönlichkeitsrechten ist ein Grundrecht, das über Jahrzehnte, Jahrhunderte erkämpft worden ist. Und alle gehen dann so locker drüber und sagen, naja, das ist halt so. Und gegen das verwehre ich mich in aller Entschiedenheit. Sorry, ich verwehre mich gegen Verallgemeinerungen wie jeder und alle. Wer ist jeder und alle und sagt, das ist wurscht, das gehört dazu. Namen, wie meinen Sie konkret? Also, ja, okay, dann erlebe ich die Debatte so und dann tue ich es nicht verallgemeinern. Ich erlebe halt immer wieder, wenn ich das Thema anziehe, kommt immer so ein Achselzucken und jeder sagt halt, ja, das ist ja so. Und da würde ich mir gern konkrete politische Handlungen in unserem Justizsystem wünschen, damit auch Persönlichkeitsrechte zukünftig entsprechen. Ja, okay, nehme ich zurück, haben Sie recht. Ja, ganz kurz noch dazu. Es gab natürlich vor ungefähr 2 Wochen diesen Kurierartikel, in dem Anwälte von Beteiligten zitiert wurden. Da wurde spekuliert über weitere Ermittlungsschritte. Den haben wir wahrscheinlich alle gelesen und das ist naheliegend, wenn Kollegen, Kolleginnen dann nachfragen. Ich habe 2 Fragen, die kann man eigentlich schnell beantworten. A, nochmal zur Kurzfristigkeit. Ging die Initiative, Sie wollten ja in den Urlaub, ging die Initiative vom Kanzleramt aus? Frage 2. Der Staatsanwalt, der bei der Vernehmung des Bundeskanzlers dabei war, der war ja auch Ankläger im Prozess gegen den langjährigen Salzburger Oberbürgermeister Heinz Schaden. Schaden musste dann anschließend ins Gefängnis. Ist das auch Teil Ihrer Sammlung oder wie verträgt sich das mit Ihrer These? Also ich habe meine These vorgetragen aufhand der Argumente, die ich Ihnen da vorgelegt habe. Und das ist, das ist schon sehr, sehr dicht, finde ich, diese These. Der amtierende Bürgermeister einer österreichischen Großstadt musste ins Gefängnis. Wie passt das zu Ihrer These der linken Zellen? Ja, weil ich habe Ihnen ein sehr klares Konvolut und wir werden das auch gerne noch austeilen, die Unterlagen. Das ist schon sehr, sehr dicht. Okay, und das ist mein. Meine These basiert auf genau auf diesen Unterlagen, die wir Ihnen auch gerne übergeben, die unglaublich dicht ist, die mich auch selber im Resümee sehr überrascht hat. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, weil man ja tagtäglich nicht mit diesen Dingen sich beschäftigt. Unglaublich, diese Liste ließe sich auch noch fortsetzen. Diese These lässt sich sehr klar durch Fakten und Unterlagen
entsprechend untermauern. Und zu Ihrer ersten Frage, die Initiative ging von der Bundespartei aus. Ich bin gebeten worden, als Ibiza als Fraktionsführer hier entsprechend diese Pressekonferenz zu geben und mache das mit großer Überzeugung und wird auch nicht die letzte Pressekonferenz zu diesem Thema gewesen sein. Ich möchte trotzdem noch einmal auf die Frage vom Kollegen zurückkommen. Wie passt der Fall Schaden, SPÖ-Bürgermeister in Salzburg, zu den linken Zellen, die auch von, wurde auch von der WKStA angeklagt? Er ist selber Staatsanwalt. Wir reden von Teilen der WKStA, das habe ich... Also, Sie wollen jetzt quasi hergehen und sagen, weil Sie halt auch einen anderen Fall ermittelt haben, jetzt ist das ausgewogen. Oder wie würden Sie das jetzt interpretieren? Das ist jetzt auch eine Mutmaßung, die ich mit Ihnen nicht teilen kann. Ich habe Teil der WKStA, ja, vorher schwer parteiisch. Ja, genau. Der Kollege bringt als Gegenargument, dass derselbe Staatsanwalt, der von Ihnen schon schwer attackiert wurde und den Bundeskanzler mitvernommen hat, auch gegen den SPÖ-Bürgermeister, der ins Gefängnis musste, ermittelt hat. Wie passt das zusammen, diesem WKStA Anwalt vorzuwerfen, er sei quasi Teil einer roten Zelle? Weil ich Ihnen ein unglaubliches Konvolut an Themen, an Unterlagen auf den Tisch gelegt habe, ganz klar. Sie wollen es nicht beantworten, ist okay. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank fürs Kommen und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke sehr.